ich bin aufgeregter. 6 männlichen Wesen. Zu einem kleinen Test, weil ich habe eine neue Kamera und ihr müsst mir mal sagen, welche Kamera ihr besser findet. Deswegen tut mir leid, wenn die Qualität vielleicht nicht ganz so mega toll ist. Dann arbeite ich daran, aber ich dachte mir, ich steppe mein Vlogging-Game ein bisschen ab und deswegen habe ich eine neue Kamera. Und ja, wir haben es Mittwoch, 8 Uhr irgendwas. Ich bin gerade aufgewacht. Ich war relativ lange gestern wach, weil ich The Seven Husbands of Evelyn Hugo fertig gelesen habe. Und jetzt frühstücke ich mal. Da muss ich ein bisschen was besorgen. Dann habe ich nachher meinen zweiten Bewerbungscall. Ich suche jemanden, der mir ein bisschen hilft in der Woche. Und eine haben wir schon vorgestern kennengelernt. Und heute lernen wir die zweite kennen. Okay, bis nachher. Heute ist Kenny Bulldog, also können wir einmal alle Gattis und ja. Und jetzt setzen wir uns mal ran und lernen die zweite kennen. Also ich glaube, die Personen, die sich sozusagen bewerben, sind aufgeregt, aber ich bin aufgeregter. Also nicht, dass es eine Competition ist, aber mich macht das irgendwie so ein bisschen nervös. Ich hoffe, man versteht mich, weil draußen die ganze Zeit Leute den Rasen mähen. Ist sehr nett von denen. Ich muss jetzt was abfilmen für eine Zusammenarbeit. Und dann setze ich mich nochmal hin und muss ein bisschen was arbeiten. So sehen sehr viele von meinen Tagen aus, Leute. Ist nicht immer alles nur ins Café setzen und gar nichts machen. Hi Leute, to be honest, ich bin gerade ein bisschen in so einem kleinen Down. Heute das Video, was ich heute hochgeladen habe, war vielleicht ganz unterhaltsam, aber für mich total der Struggle, ob ich sie überhaupt hochladen werde. Und irgendwie hat das wieder so ein bisschen dieses Wertlos-Fühlen in mir hervorgerufen. Jetzt gerade stelle ich wieder alles ein bisschen in Frage. Boah, ich finde die so hässlich. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Hi Leute, wir haben es mittlerweile schon nachmittags und ich habe ein bisschen was an meinen Kameraeinstellungen gefeilt, deswegen entschuldigt mich, wenn es am Anfang ein bisschen doof aussieht, weil ich den Winkel ein bisschen weiter raus einstellen musste. Ich war mit Leni frühstücken in Gamlastan. Gamlastan ist sehr touristisch, aber wenn man so ein bisschen weg von den Touri-Straßen geht, dann ist es echt ganz nett. Ich habe ein neues T-Shirt mit I Love Sweden Boys. Guckt meine TikToks, wenn ihr es verstehen wollt. Dann habe ich zwei neue Bücher. Ich habe ja Twisted Games und Twisted Love schon gelesen und das ist die das Quartett ist jetzt vervollständigt. Ich habe so Bock auf Lasagne, Leute. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Lasagne mache, aber dann ist es wieder so ein 5-Tage-Essensgericht, deswegen weiß ich noch nicht genau, ob sich das so lohnt. Ich update euch, wenn irgendwas Spannendes passiert, auch wenn ich nicht glaube, dass was Spannendes passiert, aber falls doch, seid ihr die Ersten, die es mitkriegt. Bye bye. Wir haben es jetzt schon relativ spät abends. Ich habe relativ viel geschlafen den Nachmittag über, weil ich
aus irgendeinem Grund irgendwie nicht gesund werde und ich unfassbare Kopfschmerzen habe, seit 3 Tagen jetzt schon fast. Ich habe Sushi bestellt. Ich muss morgen noch ein bisschen was arbeiten und dann habe ich das Wochenende abends über was vor. Dann nehme ich euch vielleicht auch noch ein bisschen mit. Meine Stimmung ist wirklich wieder echt gut geworden. Auch wenn ich so schlechte Laune hatte. Ich weiß ganz genau von mir, dass sobald ich Leute treffe, dann habe ich gute Laune, weil ich irgendwie, glaube ich, auch dann keine schlechte Laune mehr habe, weil ich nicht so genervt sein will. Und das hilft mir dann voll, wenn ich so in so einem kleinen Tief bin. Und ja, Leute, Leben ist nicht nur immer schön. Auch nicht immer nur Instagrammable. Aber ich lebe mein Best Life in meinem neuen T-Shirt und ich würde sagen, das ist alles, was zählt. Ups, wir haben es Freitagmorgen. Ich mache gerade Frühstück. Das beste Gefühl ist, wenn man einen neuen Käse öffnen kann. Weil guck mal, wie groß dieser Käse ist. Dieser Käse wiegt ganze 662 Gramm und er kostet 10 Euro. Leute, überlegt euch mal, wie viel ihr für 10 Euro Käse in Deutschland bekommt. Ich habe einiges heute noch zu tun. Ich muss einiges drehen und arbeiten. Und eigentlich bin ich auch immer noch krank. Ich suhle mich so in diesem Kranksein. Ich tue mir selber immer so leid, dass es einfach, glaube ich, manchmal ganz gut ist, wenn man dann einfach rausgeht und sich sagt, so, jetzt ist gut, jetzt waren wir genug krank. Und jetzt chillst du mal wieder und entspannst dich und kommst auf dein Leben klar. Weil sonst, glaube ich, werde ich nie wieder gesund, weil ich mich irgendwie auch schon gut fühle, wenn ich krank bin. Also so ein bisschen so, oh, du Arme, alles ist so traurig. Und also, es ist so traurig, dass du krank bist. Und das ist nicht gut. Da falle ich in so ein kleines Loch. Also nicht so extremes Loch, aber schon ein bisschen Loch. Ich mache jetzt erstmal Kaffee. Und wir suchen jetzt mal ein Outfit raus und starten mal in den Tag. Das ist jetzt mein Outfit. Basic, aber man kann alles mit einem süßen Mantel und einer Tasche aufstylen. Und meine Hose und mein Oberteil sind von Armed Angels. Ich habe euch Armed Angels schon mal gezeigt und ich habe euch den Pulli schon mehrmals in meiner Story gezeigt und verlinkt. Aber ich zeige es euch auch nochmal hier. Das Besondere an den Produkten von Armed Angels ist, dass sie deutlich weniger gefährliche Chemikalien enthalten. Und der CO2-Fußabdruck von den Produkten ist deutlich kleiner als von konventionellen Produkten. Heißt, wir haben hier deutlich nachhaltigere Produkte. Und ich finde es immer super cool, einfach die Base basic zu halten und es dann aufzustylen. Und ich liebe diesen Pulli über alles. Der ist eigentlich basic, aber man kann ihn halt super gut aufstylen. Und die Hose ist so cool. Ich habe den Pulli in der XS und ich finde die Größe auch eigentlich ganz gut. Könnte auch noch ein bisschen größer sein, aber so ist, finde ich eigentlich ganz cool, die Größe. Und die Hose habe ich in der 25-32. Ich muss bei den Längen immer ein bisschen gucken. Wahrscheinlich muss ich die auch noch kürzen lassen, weil ich einfach sehr klein bin. Aber bei solchen Hosen lohnt sich das auch, weil man einfach in die Qualität investiert. Und ja, das ist Armed Angels. Ich habe es auch schon öfters gezeigt, aber ich finde es immer wieder sehr cool. Wenn ihr mal vorbeigucken wollt, dann könnt ihr gerne meinen Code Lotterstichler 15 benutzen. Alles groß geschrieben, für 15% Rabatt. Bis zum 15. Oktober. Alter, das ist so ein Zufall. Lottestichler 15 für 15% Rabatt bis zum 15. Oktober. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal ein bisschen an die Arbeit und warten einfach noch für den Abend, weil der Job ist cool. Wir haben es jetzt schon fast 2 Uhr. Ich habe den ganzen Morgen Sachen gedreht und geschnitten und gefilmt und wieder gedreht und wieder geschnitten und wieder gefilmt und bearbeitet und rausgesucht. Und bliblablub. Und ja, wir haben es jetzt 14 Uhr. Ich muss jetzt mal mehr ganz kurz was zu trinken besorgen. Ich habe nämlich Durst und ich hasse stilles Wasser. Und heute Abend gehe ich ja weg. Deswegen muss ich auch noch duschen, weil meine Haare sind fettig. Und
da muss ich mich wieder fertig machen und ich muss eigentlich auch noch einen TikTok drehen für eine Kooperation. Und ich muss eigentlich auch noch stricken. Also ich muss nicht stricken, aber ich möchte stricken, weil ich möchte weiterkommen in meinem Projekt. Und ja. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt damit an, dass ich mir vielleicht erstmal eine Hose anziehe, mal rausgehe an die frische Luft, ein bisschen durchatme. Mal gucken. Quirky. Who the fuck is writing me? Louis, WD. Also, 9. Oktober. Sag mal 9. 90. 90, nein, 9. 9. Oktober. Hourglass. Okay, vad bra. Jag ska på Hourglass Cosmetic. Oh my bloody hell. This is fucking amazing. Red Nail Theorie funktioniert nicht. Vielleicht heute Abend. Vielleicht sollte ich sie davon nochmal lackieren, damit sie auch wirklich funktioniert. Vielleicht sollte ich auch einfach mal in die Kamera gucken, weil ihr seid hier und ich gucke die ganze Zeit da an, weil da mein Bildschirm ist und ich bin narzisstisch und deswegen gucke ich mich die ganze Zeit selber an. Spaß. Spaß. Okay, bis nachher. Tschüss. Ich habe alles erledigt heute. Bam. Ich gehe jetzt live auf TikTok und mache mich fertig. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Wieso sieht das aus, als ob ich eine Augenbraue gekartet hätte? Das ist wie so eine Live-Performance. Man muss sich immer voll anstrengen. Eine Person. Wow. Ich bin jetzt fertig. Wir haben es jetzt kurz vor 7. Ich zeige euch kurz mein Outfit. Ich habe die Ballerina jetzt an, weil die sind am bequemsten. Und die Bluse, Hose, Mantel, Tasche. Wir gehen nur in eine Bar, wir gehen, glaube ich, nicht in einen Club oder so. Deswegen passt das. Und ja, ich glaube, ich nehme euch ein bisschen mit dem Handy mit. Ich nehme aber nicht die Kamera mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh mit einem schönen Kater. An dieser Stelle. Ich bin ein bisschen fertig. Also wir haben mal wieder mehr getrunken, als wir vielleicht hätten sollen. Und ich habe gestern dann auf einmal so... Ich habe so 6 männlichen Wesen aus Hamburg, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, ganz random Snap geschickt und habe dann noch so eine Snapchat-Session, also so gesnappt mit lauten Leuten, mit denen ich eigentlich, also wo ich eigentlich gar nicht so unglücklich bin, dass die Leute nicht mehr da sind. Das ist dann gestern Abend noch abgegangen. Mal wieder ein gutes Zeichen, dass ich glaube ich mein Handy einfach weglegen sollte, wenn ich trinke. Ich bin froh, dass ich wenigstens nichts poste, aber man sollte einfach Leuten nicht schreiben. Also man sollte einfach aufhören, Leuten zu schreiben, wenn man nicht ganz nüchtern ist. Das ist einfach keine gute Entscheidung. Und jetzt habe ich da so 6 ungeöffnete Snaps, die ich wahrscheinlich bis in 4 Wochen nicht öffnen werde, weil es mir jetzt so unangenehm ist. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es ist ein bisschen realistischer gewesen als sonst. Es ist nicht alles nur schön und super toll. Ich hoffe, die Kameraqualität und die Tonqualität war nicht zu schlecht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Tschüss, tschüss!